herzlich willkommen bei TV Total. Und hier ist Ihr Gastgeber, Stefan Raab. Dankeschön. Herzlich willkommen. Dankeschön. Herzlich willkommen zur. Unsere letzten Ausgabe vor Weihnachten und ich hatte Ihnen ja letzte Woche, wenn Sie zugeschaut haben, hatte ich Ihnen ja schon gesagt, Weihnachten fällt aus. Sie wissen, das Rentier leicht verunglückt. Aber ich habe wieder was gefunden und ich sage Ihnen, meine Damen und Herren, Weihnachten fällt jetzt sowas von aus. Ja? Und warum? Schauen Sie sich das mal hier an. Nichts mit Weihnachten, natürlich nicht. Ja? Aber das war ja erst der Anfang, ja? Sie machen sich gar keine Vorstellung, was jetzt passiert, meine Damen und Herren. Weihnachten fällt aber noch sowas von außer, ja? Das können Sie sich nicht vorstellen. Und warum? Das habe ich beim ORB gesehen. Oh, er lässt ihn richtig... Lässt er ihn kommen oder drückt... Oh! Oh. Was passiert? Ist was passiert? Auch hier kann ich Ihnen sagen, es ist nichts passiert, meine Damen und Herren. Ja, ja. Und wie der Reporter noch fragte, ist was passiert? Nein, es ist nicht viel passiert. Jetzt habe ich am Samstag, ich schalte ja meist immer ein bisschen zu spät in die Sendung rein. Und irgendwie habe ich den Anschluss nicht gehabt. Da habe ich was gesehen bei Geld oder Liebe. Meine Damen und Herren, Jürgen von der Lippe ist wahnsinnig geworden. Was hat er denn? Ja, meine Damen und Herren, ich wollte das mal, ich habe mal probiert, Jürgen von der Lippe hat 3 Tischtennisbälle im Mund gehabt und ich habe das mal probiert. Das ist ein bisschen schwierig für mich, ich habe nicht so ein großes, pass mal auf. Ist mal einer, schon mal einer ist bei mir schon schwer. So, keine. Ja, der dritte, ja. Das sieht der Jürgen von der Lippe, sieht das vorher schon ein bisschen mehr Platz im Mund als bei mir. Ja. So, Moment. Ja. Großartig, oder? Ja, und dann habe ich noch was. Nein. Sparen Sie sich das. Dann habe ich in der Sendung noch was entdeckt. Da hat jemand seine Hunde dressiert. Ja? Aber schauen Sie bitte, mit welchen Mitteln er das getan hat. Na komm, na komm. Fein hast du das, komm. Adio. Aufpassen. Und ich muss Ihnen sagen, meine Damen und Herren, wenn man, also ich als Hund, ja, wenn man mir so grausam ins Ohr pfeifen würde, ich würde, glaube ich, gegen alle springen, ja. Aber ich finde das toll, dass man mit Pfeifen Zuschauer so super animieren kann. Und deswegen habe ich mir auch mal sowas mitgebracht. Ja. Nicht wahr? Probieren wir mal. Klappt gut, finde ich super. Das wird jetzt bei uns auch Tradition, das mache ich jetzt ständig in der Sendung. Und wir bekommen viel Post, wo die Leute uns schreiben, ihr zeigt immer so aus. Ich finde aber, was
Sie nicht wissen, was Sie nicht wissen, der Puma ist kläglich verhungert. Das nur hinterher. Tja, so ist das nun mal im Leben. Meine Damen und Herren, Sie wissen, dass gelegentlich teste ich Randgruppenwitze an den betroffenen Randgruppen selber. Und ich habe das wieder für Sie gemacht. Schauen Sie sich das hier mal an. So, heute teste ich mal wieder Randgruppenwitze an den betroffenen Randgruppen selber. Heute Opis. Schönen guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie. Kein Quatsch. Ja doch, erstmal die gute. Hier in dem Haus, ja, da warten 80 nackte Weiber auf Sie. Und jetzt die schlechte. Die sind alle in Ihrem Alter. Wiedersehen. Ja. Danke. Wir haben Post bekommen. Und nicht irgendwelche Post, sondern schauen Sie sich diesen Briefumschlag an. Von den KFOR-Truppen, ja, aus dem Kosovo haben wir Post bekommen. Und ich lese Ihnen mal vor, warum. Und zwar ist das vom 3. Einsatzbataillon 2, Suvareka Kosovo. Hi, Raab. Ja, wir sind eine Gruppe von deutschen Soldaten derzeit in einem 10-Mann-Zelt, in einem wunderschönen Camp inmitten des Kosovo, mehr oder weniger. Da wir mittlerweile in der glücklichen Situation sind, auch Fernsehen zu empfangen, und zum Beispiel Pro7, haben wir am 29.11.99 deine TV-Totalsendung gesehen. Während der Sendung stellten wir fest, dass die etwas trostlose Innenausstattung unseres Zeltes um ein wesentliches Detail bereichert werden könnte. Die Rede ist von der lebensgroßen Papp-Verona Feldbusch. Ja? Die haben wir hier, Sie erinnern sich vielleicht. Ja? Hier, mit den tollen Schuhen. Ja? Und die Jungs haben gesagt, wir würden uns sehr darüber freuen, wenn du es in die Wege leiten könntest, uns ein Exemplar mit deinem Autogramm von dir zu schicken. Die Anschrift lautet hier Einsatzbataillon. Und da wollen wir nicht so sein. Ja, in einem 10-Mann-Zelt kann man sowas mit Sicherheit gut gebrauchen. Und ja, wir haben uns auch vorher versichert, die Figur ist komplett abwaschbar. Und das werden wir jetzt mal auf den Weg geben. Ich hast du ein Autogramm von mir? Mache ich am besten. Wo soll ich es drauf machen? Hier? Okay, machen wir hier drauf. So, und dann möchten wir aber auch gerne von euch ein Video, ja, was ihr mit der Figur da gemacht habt. Wenn ihr uns das schicken könntet, wären wir euch sehr dankbar. Die geht direkt los in den Kosovo. Ich finde, ein kleiner Weihnachtsbeitrag von uns muss sein. Und ich habe noch ein Geschenk, meine Damen und Herren. Ich habe ein Päckchen gepackt. Und dieses Päckchen muss ganz dringend weg. Das muss per Eilpost, per Eilbote. Joe, kannst du mal gerade herkommen? Hier unsere Postbote. Joe, kannst du das innerhalb, das muss innerhalb von 30 Sekunden ankommen. Geht das? Kein Problem. Kannst du das mal losschicken? Du weißt wohin, ne? Okay, leg los. So, meine Damen und Herren, ich muss mal gerade meinen Monitor hochfahren. Ja. Sie erinnern sich, wir wollten Ihnen immer Monitorwitze vorlesen. Haben wir jetzt sein gelassen. Die Idee war scheiße. Das hat nicht funktioniert. Deswegen machen wir es einfach nicht. Quatsch ich die Zeit einfach so tot, kein Problem. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob das Päckchen schon angekommen ist. Mal schauen. Oh, ein Geschenk, ein Geschenk. Dipsy, Geschenk, Geschenk, Geschenk. Dipsy hat ein Geschenk, Geschenk, Geschenk. Dipsy hat ein Geschenk. Dipsy hat ein Geschenk. Teletubbyland, meine Damen und Herren. Ich habe letztens auch was entdeckt bei Kabel 1. Da läuft ja jetzt das Glücksrad, wie Sie vielleicht wissen. Und schauen Sie sich bitte das hier mal an. 1600 ist der Kontostand. Kannst du das Signe noch abfangen? 250. Lüttich? Bitte sehr.
2250. Ja. Jetzt wird's schwierig, ja? Man könnte jetzt lösen oder man könnte einen Buchstaben dazu kaufen. Ja? Vielleicht ein F, ja? Oder ein M. Ja? Eine schrecklich nette, was könnte es bedeuten? Die Kandidatin Evelyn hat sich entschieden, einen Buchstaben zu kaufen. Schauen Sie sich mal an, welchen. Evelyn, nichts ein O möchte ich gerne kaufen. Ein O, okay, ja. Oh. Nein. Ein O. Hä? Können wir dieses Bild noch mal haben gerade? Ja, von der Wand. Was könnte sie gemeint haben? Heißt es vielleicht eine schrecklich nette Oahu-Linie? Ja? Ich bin mir nicht so genau sicher. Und wir haben uns gedacht, ja, sollen wir die Frau einladen? Waren wir uns nicht so sicher. Wir wollten ja auch jemand Hübsches hier sitzen haben. Aber nein! Verstehen Sie mich nicht falsch. Ja? Dann haben wir gedacht, nominieren wir doch am besten für den Goldenen Rab der Woche das O, oder? Und nicht das O alleine, sondern die Buchstabenfee Sonja Kraus und das O sind nominiert für den Goldenen Rab der Woche. Und deswegen heute Abend hier bei uns zu Gast Sonja Kraus und das O. Ja. Dann ist man doch schon was etwas verwundert, nicht? Dass da ein O gewünscht wird? Man ist etwas verwundert, aber auch, das ist so der Pfiff der Sendung, würde ich sagen. Weißt du immer schon vorher, was da für Worte dahinter stehen? Logo. Ja? Du bist ja im Prinzip die Nachfolgerin von Maren Gilzer da geworden. Und Maren Gilzer hat eine riesige Karriere gemacht im MDR, glaube ich, nachher noch. Ja. Und ich habe gelesen, dass, das du, ja, dass du ein Abitur mit 1,7 gemacht hast. Ja, nicht gemogelt. Ja, ist ja klar, dass du nicht bei RTL gelandet bist. Dann. Ja, seriös. Nein, aber das kommt auch nur so zustande. Ich habe während der Schulzeit schon gemodelt und ich wusste, es funktioniert nur, solange meine Zensuren sehr gut sind. Solange schrieb mir dann meine Mama nämlich Entschuldigung. Ansonsten war nichts mit Entschuldigung fürs Arbeiten. Ja, und beim Glücksrad, wir haben noch einen tollen Ausschnitt. Oh, da bin ich mal gespannt. Ja. Da gibt es viele tolle Ausschnitte. Ja, es gibt sehr viele tolle Ausschnitte. Wir zeigen Ihnen aber nur diesen hier. Ja, dann kaufe ich noch ein Ida. Bitte sehr. Dann versuche ich zu lösen. Er versucht zu lösen, ja. Meine Damen und Herren. Ja? Riesen Schild. Was könnte es sein? Jetzt hören Sie sich mal die Lösung an. Dann versuche ich zu lösen. Ja? Riesenschildergrill. Das ist aber falsch gelöst. Was hast du da gelesen, mein Lieber? Riesenschildergrill? Du, unsere Kandidaten sind einfach kreativ. Ja, irgendwann geht's so weiter, sag ich, kaufe einen. Du hast ja bei uns, wir haben dich ja angerufen und haben dich gefragt, was du heute Abend anziehst. Wir wollen das ja mal wissen, wie die Leute aussehen und so. Und da hat sie gesagt, heute Abend mache ich mal auf Lederluder. Nee, Moment, das stimmt nicht. Das hat ein Redakteur von euch gesagt. Bitte? Ihr habt verlangt, dass ich relativ so wenig wie möglich Stoff trage. Und dann habe ich gedacht, gut, dann tue ich das Gegenteil und trage so viel wie möglich. Ja, aber man könnte die Jacke auch ausziehen, oder was? Wenn du lieb bist, ja, vielleicht. Dann was heißt man lieb? Ja, schauen wir mal. Was meinst du mit lieb jetzt? Ja, ich lass mich. Wir haben ja nicht viel Zeit. Das müsstest du entweder jetzt machen oder wir lassen es ganz sein. Da muss ich erst mal schauen, ob das alles. Ja, wir müssen ein bisschen. Auf dem anderen Programm läuft Birgit Schrohwange. Wir müssen ja, ein bisschen so, gegen. So gut ausgestattet wie euer Talkgast letzte Woche. Aber das ist kindergerecht, ne? Ach so. Ja, das sieht ja gut aus. Gut? Ja, finde ich super. Meine Damen und Herren, Sonja Kraus. Meine Damen und Herren, nach der Werbung haben wir für Sie Folgendes. Schauen Sie sich das an. Nach der Werbung, ich war für Sie unterwegs, Rab in Gefahr auf der Bobbahn. Ja. Und Neues von der Heiner Bremer Front. Das sehen Sie bei uns nach der Werbung. Bis dann. So ein Scheiß, ehrlich. Meine Damen und Herren, wir haben lange keine Love-Story der Woche mehr gehabt. Diese Woche haben wir wieder eine für Sie.
Und die hat sich zugetragen bei Oliver Geissen. Ja? Und deswegen kriegen Sie jetzt von uns die Love Story. Das Thema war irgendwie, keine Ahnung, ja? Habe ich wieder vergessen. Aber es war so. Es war da einst ein Riesentyp, ja, der sich als Engelbert Humperdinck-Double über Wasser hielt. Kennen Sie Engelbert Humperdinck? Ja? Please release me, let me go. Egal. Und das war Wolfgang. Schauen Sie hier, das ist Wolfgang. Und Wolfgang hatte die schönste Lady in ganz Duisburg, und zwar Ulrike. Das ist diese hier. Ja. Ist eine Frau. Und Wolfgang war ein kleines bisschen eifersüchtig, aber das mit gutem Grund. Denn da, wo die beiden wohnen, da gibt es eine ganze Menge Männer. Und wo die beiden wohnen, das erklärt jetzt Wolfgang. Ich wohne ja in Romberg, keine Ahnung. Mhm. 320 Personen in ein Ding wohnen da, in einer Etage da. Hochhaus. Genau, das war das Hochhaus. Genau. Hochhaus, das ist das internationale Zeichen für Ding. Hochhaus. Ja? Machen Sie das nicht in Italien, das heißt, gleich gibt's was auf die Fresse. Und wie gesagt, Wolfgang war ein bisschen eifersüchtig und er ging sogar so weit, seine Frau zu überwachen. Bist du ein eifersüchtiger Typ? Ja, bin ich. Ja? Wie äußert sich das denn? Wie äußert sich das? Ja, ich komme nach Hause, ich meine, ich gehe ja viel weg. Auch einkaufen gehe ich viel. Und wenn ich dann nach oben komme, erst was ich mache, gehe ich am Telefon. Ja. Also, ich gehe ja auch oft am Telefon, aber Wolfgang ging mit gutem Grund am Telefon, meine Damen und Herren. So, auf einmal war da war meine Handynummer drin. Ich sag, wo ist die Handynummer her? Ich kenne keinen, der ein Handy hat. Bis eine Woche später kam ich dahinter, dass das von meiner Frau die Tante war. Ah, habe ich Zirkus gemacht gehabt, war ich eifersüchtig. Ja, und jetzt fragen Sie sich wahrscheinlich, wem von beiden ist eifersüchtiger? Ihn oder ihr? Ich bin der eifersüchtigere Teil. Ja? Meine Damen und Herren, und jetzt macht Oliver Geissen einen ganz fiesen Test. Denn in der Tonprobe hat Oliver Geissen versucht, den Wolfgang mit der Miss Bonn 1988 zu verführen. Schauen Sie sich das erstmal an. Wir gucken uns mal an, was bei der Tonprobe passiert ist. Was? Tonprobe. Tonprobe jetzt. Warst du schon Tonprobe? Nee, du? Nee, das ist doch nicht. Ich kann nie eine Tonprobe machen. Ich kann einen singen. Bist du denn ab und zu mal in Bonn oder so? Wer, ich in Bonn? Nee, ne? Da komm ich mal nach Duisburg, geh mal einen trinken oder so. Nee. Warum denn nicht? Nein, ich bin treu. Da haben Sie es gehört. Ich bin treu. Ein Mann also steht felsenfest in der Brandung. Die Frau hat überhaupt keinen Grund, eifersüchtig zu sein. Ja? Seine Frau Ulrike. Und jetzt schauen Sie sich doch mal bitte an, wie seine Frau Ulrike auf diese Aufzeichnung aus der Tonprobe reagiert hat. Schauen Sie mal. Das habe ich mir gedacht. Tonprobe. Tonprobe jetzt. Mhm. Warst du schon Tonprobe? Nee, du? Nein, das ist doch nicht. Was soll das? Was? Ich kann nie eine Tonprobe machen. Ich kann einen singen. Was hast du mir gesagt? Diese, das macht er mit seinen Sprüchen so. Was? Bist du denn ab und zu mal in Bonn oder so? Wer, ich in Bonn? Nee, ne? Da komm ich mal nach Duisburg, geh mal einen trinken oder so. Frag mal meine Frau. Ey, die hat pass mal ey, auf! Ey, hör mal auf, bist du dumm, ey! Die hat gesagt, sie will nach hier kommen. Ja, warum? Was soll das? Schatz. Hör doch mal ruhig. Hör doch mal hin. Na, warte mal, wenn wir gleich nach Hause kommen. Und jetzt aber. Ulrike war natürlich berechtigterweise stinkesauer, weil ihr Mann so treu war. Und jetzt versucht sie sich zu rächen. Ja? Und schauen Sie. Na, pass mal auf, das habe ich mir fast gedacht. Ich habe mir das fast gedacht, dass. Oliver, das habe ich schon vor der Sendung gewusst, dass sowas hier rauskommt. Der ist doch aber treu. Ja, der hat aber nichts gesagt. Lass sie doch abblitzen. Du hast doch einen super Wenn die gleich reinkommt, kriegst du bei mir ein paar geschossen. Die ist doch aber. Ja. Schön, oder?
Und jetzt fragen Sie sich, ist diese tolle Beziehung durch Miss Bonn zerbrochen? Nein, sie ist es nicht. Denn am Ende folgt ein Kuss, der alles Dagewesene in den Schatten stellt. Vergessen Sie Casablanca, vergessen Sie vom Winde verweht. Schauen Sie sich das hier an. Ja, jetzt fragen Sie sich, wem interessiert das? Mir! Ja, meine Damen und Herren, willkommen zu unserer zweiten Nominierung. Ich habe was Tolles entdeckt bei, was glaube ich, im ZDF. Hallo Deutschland. Guten Tag, großartig. Komm zu mir! Hallo! Grüß herzlich dich. Willkommen! Wow. Möchtest du auch das lernen? Ich habe gehört. Ach, muss ich jetzt schon lernen, sowas? Ja, ich denke schon, wenn ich schon hier bin. Das ist ja sehr unüblich, dass ein Mann sowas macht, oder? Nein, es ist nicht unüblich. Es gibt sehr viele männliche Bauchtänze, also Choreografen, das sind meistens Männer in der Türkei oder in orientalischen Ländern. Es wagt sich nicht so viele Männer auf die Bühne zu gehen, die bleiben immer im Hintergrund. Ah, aber ist das nicht, gerade die Türkei ist ja eine sehr, möchte ich mal sagen, patriarchalische Gesellschaft. Ja? Da kann ich mir vorstellen, dass dein Vater gesagt hat, juhu, mein Sohn wird Bauchtänzer. Oder? Wie läuft das da ab? Also, es ist so, wenn man damit anfängt, natürlich jeder Vater wünscht, dass sein Sohn irgendwas Handwerk macht oder sowas. Ja? Aber meine Eltern sind sehr stolz. Du schließt Handwerk ja nicht aus, was du machst. Ja, ich mach, das mache ich auch. Ja. Aha, verstehe. Und vielleicht machst du es am besten mal vor. Ja? Wenn du mitmachst. Ich spiele dazu. Du spielst? Du hast keinen Trommel. Doch, ich habe hier. Lass mal, haben wir. Ah, da hör ich schon. Oh. Ich bin ein bisschen weihnachtlich. So, jetzt bin ich dran. Okay, alle. Nein, nein. Das haben Sie nicht verdient, meine Damen und Herren, dass Sie meinen Bauch sehen. Nein. Ja, wir müssen wollten das ja eigentlich fröhlich ausklingen lassen. Setz dich ruhig. Ja. Ja. Meine Damen und Herren, Prinz Erkan. Yeah. Und jetzt, meine Damen und Herren, ich war. Also, ich muss dich gratulieren, du hast nicht so gut gespielt. Du musst mich gratulieren? Ja, du hast gut getan. Danke. Also, ich habe mir Mühe gegeben. Von dir wird noch eine gute Tänzer. Ich hoffe. Du musst ab und zu mal zu mir Privatunterricht kommen. Verstehe. Meine Damen und Herren, ich war unterwegs wieder und zwar. Lenk das nicht ab jetzt. Doch, ich lenk davon ab von dem Thema. Du kommst noch. Bitte? Du kommst noch. Ciao. Es gehört schon, der Herr. Legen Sie sich im Arsch, okay? So, Herr Schaff. Oh. So, meine Damen und Herren, jetzt. Ich war wieder unterwegs, Sie wissen, Rab in Gefahr. Und ich habe mir gedacht, was kann ich Spektakuläres für Sie machen? Kurz vor Weihnachten, irgendwas im Schnee. Ich bin auf der Bobbahn gewesen. Schauen Sie sich das hier an. Ich befinde mich
nämlich heute hier im Hochsauerland in Winterberg auf der Bob- und Rodelbahn. Und hier findet heute die internationale TV-Total-Bob-Weltmeisterschafts-Olympiade im Bobfahren statt. Und die komplette Weltspitze ist heute hier angetreten. Und da wollen wir mal schauen, was hier so passiert. So, recht herzlich willkommen hier aus der Sprecherkabine. Wir schalten direkt mal hoch zum Start. Da steht der Bob TV Total 1 mit seinem Bremser Bastelrad. Das ist der Bob TV Total 1. Ja, hier sehen wir das Gerät. Sein Team. Sein Team. Ja, da werden die Helme noch aufgesetzt hier. Und der Start klar, der Bob. Es kann eigentlich gleich losgehen. Kannst du losgehen jetzt eigentlich, oder? Und da steht sie, da geht's los. Vier Schieber und Wastelrab als Bremser in der Mitte. Da geht's los und da wird geschoben und da kriegt die hopp, 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 hopp. Und da geht's runter auf die Startgerade. Und da sehen wir schon, das ist die beste Startzeit. Super. Und wir hören ein merkwürdiges Geräusch. Da hat sich jemand die Eier gequetscht. Ich denke, das ist der Rab. Ja, ich hab recht gehabt. Das ist der Rab. Und jetzt geht's hier jetzt Kurven, naja, also ist mal zwischendurch. Oh ja, was denn, ein Wald, guck mal. Und da sehen Sie, das ist ein Wald, und das, oh, da ist er ganz. Kommt da ins Ziel und da ist einer, das ist absolut das S-Size von vorne. Und wir gehen nochmal hoch zum Rodeln, was ist da? Grüß Gott, ich bin der Hackel Schorsch und ich wackel nur den Arsch. So, jetzt machen wir einmal Folgendes, jetzt gehen wir einmal rodeln, gell? Ja. Ja, wer bist du? Ich bin der Holger. Der Holger Schorsch? Nein, der Holger. Okay, wir machen jetzt das Doppelrodeln. Ich sehe, du hast auch schon diesen sexy Anzug an. Immer den Quatsch mal. Diesen sexy Anzug an, das gefällt mir sehr gut. Ich finde, ich mache auch eine gute Figur. Ja. Ja? Bitte beachten Sie, ich habe noch Klamotten drunter. Nicht, dass Sie denken, ich hätte hier eine Wampe. Bei ihm ist echt bei mir. Man braucht noch ein bisschen Gewicht zum Rodeln, ist das richtig? Ja. Okay, richtig. Dann rodeln wir zweimal. Das ist Doppelsitzer? Ja. Aber ich schläge euch. Ja. Okay, dann lass mal loslegen. Okay, Horst. Oh. Was machst du da jetzt, Geiles? Du Sau, was machst du da? Ich schnalle mich an. Du schnallst dich an. Werde ich auch angeschnallt? Nein, du hast das Glück nicht. Ich lüge mir hinten. Also schnallst dich nur an, damit du nicht weg kannst, wenn ich von unten komme, richtig? Verstehen Sie? Sehr gut. Ich gebe mal das Mikrofon ab, hier geht's ja jetzt direkt schon los. Ach, bin ich geil. Ja, das sagt doch so, wie es ist. Dann sitzt du dich hinten auf und gleich wird sich der Steuermann hier auf ihn drauf. Sozusagen quetschen und da geht's auch schon los. Ja, das ist geil, das findet er super, der Rab. Da ist er bekannt für. Ja, hier in der super Fiesschneise. Und das ist die sogenannte Fera Intwin Kurve. Und da bremst er, was ist los? Er hat alle Stellung, da kann man so dran drauf hier. Und weiter geht's. Ja, der Doppelsitzer, im Fachjargon auch Schwulentaxi genannt. Eine Sportart, die sehr zum Zuschauen anregt. Ja, dann schauen wir doch mal, was oben am Start, glaube ich, ist. Der Bob Türkei 1. Und da haben wir schon einen Interviewpartner. Der Bob Türkei 1. Nun am Start, Stefan von Bob Türkei 1. Stefan, zuversichtlich? Ja, ich bin sehr zuversichtlich. Habe ich voll krasses Bob-Gerät gebaut und viele Wissenschaftler 3 Jahre gebraucht. Guck mal, krass. Ist konkret die schnellste Bob, die ich habe, kann ich auf die Bahn. Und ich fahre mal los. Du musst anschieben, aber weil es nämlich nicht gut am Start. Schieben du. Schieben. Und los. Geht. Ja, da geht's ab, unser türkischer Freund, der schleicht durch die Bahn wie ein Döner. Und da ist er. Da ist er kurz angebandelt und da ist er weg. Wo ist er? Ja, wo ist er? Da ist er wieder und er hat's geschafft. Er feiert seine Fahrt bis zur ersten Kamera. Herzlichen Glückwunsch. So, das war's von den internationalen Bobmeisterschaften. Ich gehe zurück nach Köln. Danke, Spaß. Und meine Damen und Herren, wir kommen zu unserem Titelverteidiger und deswegen heute wieder nominiert für den Rab der Woche. Unser Titelverteidiger aus der letzten Woche, das Hängebauchschwein Luna und zwei Frettchen, heute wieder bei uns. Herzlich willkommen, Hängebauchschwein Luna. So.
willkommen Ihnen auch, Frau Schenk war das, ne? Frau Schenk war das. Was hat das Hängebauchschwein in der Zwischenzeit alles gemacht? Bisschen klein, bisschen groß. Bisschen klein, bisschen groß. Hat es sich Hat es sich davon erholt, dass es den Preis bekommen hat? Es hat nochmal gereiert, aber das hat gereicht. Es hat gereiert? Ja. Was mag es denn am liebsten, wenn ich das nochmal... So Weintraubenmilch. Weintrauben haben wir ja letztens. Milch wollen wir nicht mehr machen, dann haben wir das... Oh. Luna, zeig dich mal. Ah, Luna wollte Ihnen was überreichen. Ach, das wollte Wir haben einen Fanclub gegründet von Lunas... Oh. Oh, ja, kriegen wir es raus? Ja, kriegen wir raus. Oh, ja. Ach, wie süß, ein Schweinderl. Ja, genau. Nein, das ist aber niedlich. Vielen Dank, Luna. So, und für wen ist jetzt hier die Penaten-Babymilch? Für die das Frettchen? Für Luna. Nein, für Luna. Beißen die Frettchen eigentlich? Nö, beiß nicht. Was heißt Penaten-Babymilch für das Frettchen? Die, für das Schwängebauchschwein? Ja, genau. Sie ist ziemlich trocken und ab und zu creme ich sie dann ein. Sie cremen das Schwein ein? Genau, so richtig. Sie cremen das machen, ja? So richtig massieren. Ich soll das machen? Ja. Können Sie das mal uns erstmal das vor? Ich soll das wirklich bei dem Schwein den Hängebauch eincremen? Der Schweine, die suhen sich ja. Bei mir zu Hause habe ich nichts zum Suhen. So. Da creme ich aber doch lieber Erkan den Hängebauch ein, oder? Danke. Nein, Erkan. Soll ich mal machen? Ja. Ich creme dem Schwein mal den Bauch halt. Ein. Oh, die beißen so zu. Oh, die Frettchen beißen das Schwein? Ja, genau. Oh. Ah. Nee, ich gehe doch lieber zu Sonja Kraus. Komm, machen wir hier. Wenn das hier. Aber zärtlich, ganz zärtlich. Ja, kann man hier nein, oben nein, 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 nicht oben nicht. Die Arme dafür. Die Arme? Dann kräme ich halt die Arme aber an, ist mir lieber. Nicht mit Metzger. Komm, Erkan, du kriegst auch ein Tüpperchen. So. So, jetzt machen wir hier die Arme. So. Zärtlicher. Ja, zärtlicher. Oh mein Gott. Ich mach das jetzt so, wie ich das. Ich mach das jetzt so, wie ich es beim Hängebauchschwein geprobt habe. Ganz einfach. Ach komm, du kriegst auch noch. So, ich gehe wieder zum Hängebauchschwein. Das piekst ein bisschen beim Hängebauchschwein, oder? Es geht. Mal drüber. Hat es heute schon geschissen? Ja, hat es schon. Das hat letztes Mal. Es war. Es hat letztes Mal bei uns irgendwie die ganze Garderobe vollgekackt. Ja. Ja, dann bedanke ich mich, dass Sie gekommen sind. Ich wünsche dem Schwein viel Glück. Man konnte ja heute nicht viel von ihm sehen. Nee, das nicht. Schade. Ne? Aber das nächste Mal. Manchmal gibt es Töne von sich und sie wackt auch mit Schwänzchen, wenn es sich freut. Es wackt mit dem Schwänzchen, ja, das kenne ich. Und dann, ja, meine Damen und Herren, und wir sind nach der Werbung wieder für Sie da und dann haben wir Folgendes für Sie. Und zwar Neues von der Schlacht um RTL über Heiner Bremer und die Ola Paloma Boys singen ein wunderbares Weihnachtslied für Sie. Das alles gleich nach der Werbung. Bis gleich. Da sind wir wieder. Ja. Danke. Wo kommen wir denn da hin? Ja. Legen Sie sich im Arsch, okay? Was wollte ich sagen? Ach ja, meine Damen und Herren, Sie wissen, seit Wochen probiere ich, Heiner Bremer ein Rabigramm zu singen. Ich habe ihn angerufen. Er hat keins gewollt. Dann bin ich hingefahren. Man hat mich rausgeschmissen bei RTL. Aber ich sage Ihnen, die Schlacht um RTL ist noch nicht verloren. So, ich befinde mich wieder an der Stelle, an der ich letzte Woche auch war. Bei der Festung RTL. Hier wollte ich hinein, um Heiner Bremer ein Rabigramm zu singen. Doch ich bin kläglich an der Pforte gescheitert. Und ich möchte nicht sagen, dass ich beleidigt war. Nein. Ich war scheiße sauer. Aber ich habe Ihnen versprochen, ich werde diese Festung nehmen. Und wenn es das verdammt nochmal Letzte ist, was ich tue. Und heute bin ich wieder hier und ich bin nicht am Ende meiner List. Guten Tag. Leider aufhalten. Ein eiliges Paket für Herrn Bremer. Ja, das glaube ich, Herr Bremer ist nicht im Hause. Vielleicht können wir einfach mal in die Redaktion gucken. Nein, das geht einfach nicht. Warum denn nicht? Na, das ist nicht möglich in unserem Hause. Ich bin doch nur ein eiliges Paket für Herrn Bremer. Ja, glaube ich ihm auch. Ein schönes Paket, aber es geht echt. Ja, Herr Bremer hat das extra bestellt. Ja, aber für die Nacht bestimmt. Ich bin ein Paket von Beate Uhse. Vielleicht so. Super. Nicht? Nein, nicht. Tut mir leid.
Scheiße. Aber ich bin natürlich noch nicht am Ende meiner List. Kennen wir uns? Ich wollte zu Herrn Bremer. Ja? Und was wollten Sie von Herrn Bremer? Ich habe eine Verabredung. Eine Verabredung? Herr Bremer weiß da nichts von. Der kennt mich. Ja, ja, ja. Ninja Turtle. Ninja Turtle? Ja, sagen Sie Stichwort Ninja Turtle. Hat aber trotzdem keinen Termin. Scheiße. Herr Rahm. Jetzt lass ihn doch den Scheiß sein. Ich hab's doch erkannt. Ich muss zu Herrn Bremer. Herr Bremer hat doch nun keine Zeit. Ich kann nicht noch schriftlich gehen. Scheiße. Ja. Ja, ich werde es aber schaffen. Ich verspreche es Ihnen. Ich gebe nicht auf. Ich gebe nicht auf. Ich gebe nicht auf, ich verspreche es Ihnen. Irgendwann werde ich es schaffen. Es wird nicht mehr lange dauern. Meine Damen und Herren, Sie können jetzt abstimmen, wer den Rab der Woche bekommen soll. Ich zeige Ihnen nochmal alle Kandidaten im Schnelldurchlauf. Drücken Sie 1, 2 oder 3, für wen Sie stimmen möchten. Und hier sind Sie nochmal alle. Und zwar Sonja Kraus und das O als Erste. Oder unser Hängebauchschwein Luna. Sie können jetzt abstimmen. Wenn Sie gedrückt haben auf Ihren Geräten 1, 2 oder 3, drücken Sie fleißig, dann müssten wir auch gleich schon unsere Grafik parat haben. Und da geht's schon los. Sonja und das O. Ich kann mir schon denken, bei wem Sie gerne möchten, dass er wiederkommt. Ja, ja. Lassen mich. Oh mein Gott, es ist Prinz Erkan! Lassen mich hier gucken. Prinz Erkan! Unser Sieger des heutigen Abends. Kommen Sie noch mal alle Sieger. Auch Sonja. Nehmt bitte wieder Platz. Nehmt bitte wieder Platz, ja. Nehmt Platz. Dankeschön, nehmt wieder Platz. Erkan, setzen. Setzen, Erkan. Danke. Meine Damen und Herren, wir schalten jetzt wieder technisch sensationell live nach München, denn da wartet, glaube ich, mein Kollege Thomas Hermanns. Thomas, kannst du mich hören? Hallo? Ah, hallo, Stefan! Hast du dir was gequetscht oder was? Oh ja, Stefan, es ist unglaublich. Aber ich bin so verdammt glücklich über die fantastischen Gäste, die wir heute haben. Und wenn ich sage fantastisch, dann meine ich fantastisch! Und die bezaubernde Lilo Wanders, oh la la, sag ich da. Und ein ganz neues, heißes Comedy-Supertalent aus dem fantastischen Odenwald, Rolf Miller, Stefan. Das macht mich wirklich alles so unheimlich glücklich. Vielen Dank, Käthe Lachmann. Dankeschön, Thomas Hermann. Ciao. Der Quatsch Comedy Club direkt nach TV Total, meine Damen und Herren. Nächste Woche gibt's uns nochmal, und zwar ein TV Total Spezial mit Supergästen. Ich sage nur, Rudi Carrell ist dabei, der Größte der Großen, und Ingo Appelt. Nächste Woche, wenn Sie zuschauen wollen, ein TV Total Spezial. Aber jetzt gibt es noch was zu Weihnachten von uns, und zwar
ein kleines Weihnachtslied von der Ulla Palömer Boys Weihnachts-CD. Und beide sind heute Abend hier. Und wir haben extra, weil Uli so eine verkühlte Nase hat, das wollten wir ihnen nicht zumuten, haben wir einfach ein Schneemann-Kostüm angezogen. Ist das nicht toll? Und deswegen wollen wir jetzt für sie spielen. Snowman, Little Snowman. Machen Sie es gut, schöne Weihnachten von uns. Vielen Dank, dass Sie uns zugeschaut haben. Und so weiter. Machen Sie es gut. So, ich möchte eine Geschichte erzählen. Da geht's um kleinen, traurigen Schneemann. Und wenn ich nur dran denk, da kommen mir heute noch die Tränen. Snowman, Schneemann, Little Snowman, kleiner Schneemann. Ich weiß, was du brauchst. Du brauchst ein Schneegirl. Snowman, Snowman, Little Snowman, kleiner Snowman. I know what ich weiß genau, was du brauchst. Du brauchst so ein richtiges Schneegirl. Ja, es war im Winter 87 und es war bitterkalt. Ich schätze mal so 170 Grad minus. Jedenfalls musste ich jeden Morgen erstmal die tiefgefrorene Pinguinkacke vom Trabi kratzen. Ja, und dann stand er dann da in der Kälte, der kleine Schneerabauke. Snowman, Schneemann, Little Snowman, kleiner Schneemann. Ich weiß, was du brauchst. Du brauchst ein richtig scharfes Schneegirl. Schneemann, kleiner Snowman. Da bist du doch auch nicht anders als die anderen Männer. Du willst doch nur so ein richtig scharfes Snowgirl. Nö, und weil es der Morgen vom heiligen Abend war, da sag ich zum Schneemann: Hey Schneemann, heute ist doch der Morgen vom heiligen Abend. Und mit wem feierst du den denn? Etwa mit deiner Möhre alleine? Ja, scheiße für dich, aber hör mal zu, du Pfeife. Ich hab da einen super Tipp für dich. Snowman, Schneemann, kleiner Schneemann, ich weiß genau, was du brauchst. Du brauchst ein Schneegirl. Schneemann, kleiner Schneemann, ich weiß, was du brauchst. Und da wollen wir doch mal sehen, ob wir dir da nicht aus der Patsche helfen können. Mit so einem super scharfen Schneegirl.